Mein Name ist Sven Bernecke. Ich bin Philosoph hier an der Universität Köln seit Juli 2016, also noch ganz frisch. Habe davor lange in England und Amerika gearbeitet. Mein systematischer Schwerpunkt liegt in der zeitgenössischen Erkenntnistheorie. Da beschäftige ich mich mit Fragen der Rechtfertigung und des Wissens, was Wissen von bloßem Meinem etwa unterscheidet. Neben der Erkenntnistheorie beschäftige ich mich noch mit der Philosophie des Geistes und mit einigen Fragen aus der Metaphysik, Fragen beispielsweise hinsichtlich der Kausalität, der Wahrheit und der personalen Identität. Mein historischer Arbeitsschwerpunkt liegt in der klassischen deutschen Philosophie, Kant und die nachkantische Philosophie. Und bei der nachkantischen Philosophie ist es hauptsächlich Fichte und Reinhold, die mich interessieren. Aufgabe des Forschungszentrums ist eigentlich zweierlei. Zum einen geht es darum, Fragestellungen aus der zeitgenössischen Erkenntnistheorie auf die kantische Philosophie anzuwenden, also die kantische Philosophie aus der Perspektive, aus der Lupe bestimmter zeitgenössischer Fragestellungen zu untersuchen, aber auch umgekehrt innerhalb der kantischen Philosophie Lösungsansätze für Probleme innerhalb der zeitgenössischen Erkenntnistheorie herauszudestillieren und sie zu plausibilisieren. Das lässt sich gut machen, denn Kant hat, wenn man mal von den viel gelesenen Passagen seiner Hauptwerke absieht, sehr interessante Überlegungen, erkenntnistheoretische Überlegungen angestellt. Die sind aber nicht so prominent wie einige andere Theoriestücke bei Kant. Kant hat auch eine interessante Theorie der Rechtfertigung entwickelt. Eine Theorie der Rechtfertigung, von der behauptet werden kann, dass sie eine Vermittlung darstellt zwischen zwei Theorieströmungen in der zeitgenössischen Erkenntnistheorie, nämlich dem Internalismus einerseits und dem Externalismus andererseits. Der Internalismus ist die Vorstellung, dass die Rechtfertigung abhängt von der internen Verfasstheit unserer Überzeugung, also wie beispielsweise unsere Überzeugungen sich aufeinander beziehen. Wohingegen der Externalismus davon ausgeht, dass was Rechtfertigung ausmacht, nicht die Beziehung zwischen unseren Überzeugungen ist, sondern vielmehr die Art und Weise, wie unsere Überzeugung mit den Tatsachen in der Welt in einer Beziehung stehen. Und Kants Theorie der Rechtfertigung, denke ich, liefert eine solche Vermittlung zwischen internalistischen und externalistischen Tendenzen und ist insofern sehr interessant, aber ein Schatz, der erst gehoben werden muss. Und das ist zum Teil Aufgabe dieses Forschungszentrums. Ich hatte das Glück, mit beizutragen zu einer gewissen Renaissance der Philosophie der Erinnerung. Mein spezieller Ansatz innerhalb der Philosophie der Erinnerung ist der, die Produktivität der Erinnerung herauszuheben oder hervorzuheben. Erinnerung ist nicht bloß ein reproduzierendes Vermögen, sondern ist ein produzierendes Vermögen, es ist ein kreatives Vermögen. Produzierend in mehreren Hinsichten. Produzierend einerseits hinsichtlich der Inhalte, an die wir uns erinnern. Es ist eben nicht so, dass unsere Erinnerungsinhalte bloße Abbilder früherer Gedankeninhalte ist, sondern die Erinnerung ist ein Vermögen, ist eine Fähigkeit, die Inhalte, die abgespeichert werden, zu verändern. Und wichtig ist es zu sehen, dass die Veränderung, die die Erinnerung vornimmt, hinsichtlich dieser Inhalte, dass es sich hier nicht um eine Fehlfunktion handelt. Die Erinnerung hat die Aufgabe, diese Veränderung vorzunehmen.
Etwa die Verdichtung. Etwas, was einem unwichtig erscheint, wird weggelassen, andere Dinge werden hervorgehoben. Die Erinnerung hat eine Aufgabe der Sinnstiftung. In Zusammenhänge, in denen man zunächst keinen Sinn sieht, wird, wenn man sich daran erinnert, versucht, einen Sinn in diese Zusammenhänge zu bringen. Das ist also ein Aspekt der Produktivität der Erinnerung. Ein anderer Aspekt, in dem Erinnerung produktiv ist, ist der Rechtfertigungsaspekt. Mir fallen jetzt zwei Beispiele ein. Angenommen, Sie erinnern sich an eine Begebenheit, die Sie als Kind erlebt haben. Als Kind fehlte Ihnen das begriffliche Instrumentarium, dasjenige, was Sie gesehen haben, in ein Urteil zu fassen. Jetzt erinnern Sie sich an das, was Sie als Kind gesehen haben. Jetzt verfügen Sie über diese begrifflichen Fähigkeiten, die Ihnen damals, als Sie das Erlebnis hatten, nicht zur Verfügung standen. Was hier passiert ist, das Hintergrundwissen, in diesem Falle Hintergrundwissen bezüglich der Begriffe, hinzugefügt wird zu dem unter Umständen bildlichen Erinnern, das Sie noch aus der Kindzeit haben. Und diese beiden werden nun zusammengeführt und führen zu dem Urteil, das Sie zurückprojizieren auf Ihr kindliches Erlebnis. Ein anderes ist, wo Informationen weggenommen werden. Sie sehen ein rotes Auto um die Ecke biegen. Sie selber haben die Angewohnheit, rot und rosa leicht zu verwechseln. Insofern ist Ihr Urteil, dass es sich um ein rotes Auto handelt, was um die Ecke biegt, nicht ganz fehlerunanfällig. Wenn nun Fehleranfälligkeit etwas ist, das mit Rechtfertigung nicht vereinbar ist, oder anders ausgedrückt, positiv ausgedrückt, wenn begründete oder gerechtfertigte Überzeugungen von der Art sind, dass sie nicht besonders fehleranfällig sind, dann ist Ihr Urteil, dass gerade ein rotes Auto um die Ecke gebogen ist, nicht gerechtfertigt, da fehleranfällig. Wenn Sie sich nun einige Wochen später nur noch daran erinnern, dass ein Auto um die Ecke gebogen ist, wenn Sie also den fehleranfälligen Teil vergessen haben, und das passiert natürlich jederzeit, dann ist nun plötzlich Ihr Erinnerungsurteil nicht in der gleichen Weise fehleranfällig. Ergo ist Ihr Erinnerungsurteil in einem viel besseren Zustand als gerechtfertigt gelten zu können, als es die ursprüngliche Überzeugung war. Ich habe eine Dissertation geschrieben vor vielen Jahren über die Frage, ob das Selbstwissen vereinbar ist oder kartesische Auffassung hinsichtlich des Selbstwissens vereinbar ist mit einer sehr populären Theorie hinsichtlich von Gedankeninhalten. Und diese populäre Theorie trägt den Namen Anti-Individualismus oder Externalismus. In Kurzform besagt die Theorie, dass Gedankeninhalte bestimmt werden, nicht etwa darüber, was man glaubt, dass sie bedeuten, sondern durch Umwelteinflüsse. Und diese Umwelteinflüsse können dem Denker selber unbekannt sein. Und trotzdem bestimmen sie die Inhalte der Gedanken des Denkers. Und wenn man diese Theorie ernst nimmt, dann scheint daraus zu folgen, dass man sich im radikalen Irrtum befinden kann hinsichtlich der Inhalte der eigenen Gedanken. Und das ist eine Idee, die zunächst einmal gegen eine vielleicht falsch verstandene kartesische Auffassung geht. Die kartesische Auffassung ist die, dass ich mich zwar im Irrtum befinden kann hinsichtlich all dessen, was außer mir sich befindet, aber dass, sofern es überhaupt Gewissheit gibt, ich diese Gewissheit nur hinsichtlich der Inhalte meiner eigenen Gedanken haben kann. Und das hat mich lange Jahre beschäftigt. Und dann kam ich drauf, dass Selbstwissen eine etwas artifizielle Form des Wissens ist.
Das Selbstwissen ist das Wissen von meinen aktuellen Gedanken. Aber das meiste, was ich über mich weiß, findet nicht aktuell statt, sondern fand in der Vergangenheit statt. Wie verhält es sich also nun mit Selbstwissen nicht hinsichtlich meiner aktuellen Gedanken, sondern mit hinsichtlich meines Wissens früherer Gedanken? Ja, und dann war ich schon bei dem Thema der Erinnerung und fand heraus, dass es dazu in der Philosophie sehr wenig gibt, aber unheimlich viel interessante Forschung in der Psychologie und der Kognitionswissenschaft stattfand. Und dann habe ich mich erst mal 2 Jahre mit Psychologie und Kognitionswissenschaft beschäftigt, bevor ich dann anfing, zarte Versuche unternahm, philosophisch etwas zur Erinnerung zu sagen. Aktuell arbeite ich an einem eigenen und, wie ich denke, neuartigen Entwurf hinsichtlich des Wissens und der Rechtfertigung. Die meisten Theorien des Wissens und der Rechtfertigung gehen davon aus, dass man dann wissen kann, wenn man über eine wahre Überzeugung verfügt. Diese wahre Überzeugung muss außerdem gerechtfertigt oder begründet sein. Die Aufgabe der rechtfertigenden Gründe besteht darin, sicherzustellen, dass man nicht bloß zufälligerweise eine wahre Überzeugung hat, sondern dass die Wahrheit der Überzeugung verlässlich ist. Der Ansatz, den ich verfolge, ist der, dass es nicht nur darauf ankommt, dass einem die Gründe verlässlich zu einer wahren Überzeugung statt zu einer falschen Überzeugung bringen müssen, sondern dass der Inhalt der Gründe auch von Bedeutung ist. Warum ist die inhaltliche Verfasstheit des Grundes wichtig? Die ist wichtig, da man sich Fälle überlegen kann, bei denen die Gründe zwar ein verlässlich zu einer wahren Überzeugung führen, die Gründe aber mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Denken Sie etwa, dass man zufälligerweise eine Überzeugung hinsichtlich einer notwendigen Wahrheit ausbildet. Also ich kann zufälligerweise glauben, dass 2 plus 2 4 sei. Und es ist wurscht, von welcher Art der rechtfertigende Grund ist, der mich zu dieser Überzeugung bringt. Sofern er da ist, habe ich eine nicht zufällig wahre Meinung und insofern als Nichtzufälligkeit ein Kriterium für Rechtfertigung ist, habe ich eine gerechtfertigte Überzeugung. Aber ich denke, es reicht nicht, dass ein der Grund verlässlich zu einer wahren Überzeugung bringt, sondern der Inhalt des Grundes muss in einem Bezug stehen zu der Überzeugung, die er wahr macht. Angenommen, ich glaube 2 plus 2 sei 4, weil es mir mein Wahrsager gesagt hat. Wenn nun der Wahrsager die Überzeugung, dass 2 plus 2 4 sei, sich aus den Fingern gesogen hat oder irgendwie über Kaffeesatzlesen dazu gekommen ist, dann besteht kein sachlicher Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass mein Wahrsager diese Überzeugung hatte und der Wahrheit der Überzeugung. Wohingegen beispielsweise, wenn ich die Überzeugung 2 plus 2 sei 4 gewonnen habe, dadurch, dass ich mich an meinen Mathematikunterricht erinnere, dann besteht unter Umständen ein solcher sachlicher Zusammenhang. Mein Mathematiklehrer hätte das nicht gesagt, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Dann besteht also ein solcher sachlicher Zusammenhang. In diesem Falle wäre es ein sachlicher Zusammenhang von der Form des Hörensagens, ein kausaler Zusammenhang, zwischen der Wahrheit der Überzeugung einerseits und demjenigen Sachverhalt, den ich zur Begründung heranziehe. Diese Vorstellung auszubuchstabieren, das ist die Aufgabe, mit der ich mich zurzeit beschäftige. Ich fange nun erstmal an, vielleicht mit meinem Fachgebiet, nämlich der Erkenntnistheorie. Da gibt es nämlich sehr viele spannende Fragen. Mich interessieren Fragestellungen, erkenntnistheoretische Fragestellungen hinsichtlich der Demokratie.
Was sind die epistemischen Voraussetzungen, die die verschiedenen Instanzen, die für eine funktionierende Demokratie nötig sind? Als da wären die Exekutive, die Parlamentarier, aber natürlich auch die Presse. Was sind die epistemischen Standards, die diese Institutionen, die für das Funktionieren von Demokratie entscheidend sind, erfüllen müssen, damit Demokratie funktioniert? Ein anderer Punkt, der mich interessiert, zu dem ich bisher nichts gesagt habe, ist die Unterscheidung zwischen Ideologien, Verschwörungstheorien, Vorurteilen, Propaganda, all diesen Perversionen der Rechtfertigung, mit denen wir ständig bombardiert werden. Zunächst einmal eine Klassifikation oder Taxonomie dieser diversen Perversionen der Rechtfertigung zu erstellen und dann sich klarzumachen, worin genau hier der Fehler besteht, wenn es denn einen Fehler gibt. Vorurteile beispielsweise haben ja einen adaptiven Zweck. Ja, sie schützen einen in gewisser Weise. Aber sie sind auch eben epistemisch von Nachteil, weil sie einem nicht den offenen Blick geben, den man braucht, um möglicherweise echte Zusammenhänge zu erkennen. Also die Abwägung zwischen adaptiven Vorteilen und epistemischen Nachteilen bezüglich dieser verschiedenen Pathologien der Rechtfertigung ist etwas, was mich interessiert. Ich denke, die alten Themen sind nach wie vor die spannenden Themen. Die Frage der Willensfreiheit beispielsweise, die Frage, worin Bewusstsein besteht, Selbstbewusstsein besteht, worin die Erlebnisperspektive besteht. Eine Frage, die natürlich im Rahmen der künstlichen Intelligenzforschung aufkommt. Und sofern ich das beurteilen kann, aus der Robotik und der künstlichen Intelligenzforschung nicht beantwortet wird und werden kann. Und das ist eine Fragestellung, die tatsächlich von außen an Philosophen herangetragen wird. Also ich empfinde es so, dass andere Wissenschaften, wenn sie denn von der Philosophie eine Antwort erwarten, häufig eine Antwort genau auf diese Frage erwartet wird, was denn Bewusstsein sei, worin Aufmerksamkeit besteht, was Bewusstsein von Aufmerksamkeit unterscheidet. Es gibt einfach viele Dinge, die dort noch zu entdecken sind. Ich denke, ethische Probleme, Probleme hinsichtlich der Umwelt, hinsichtlich der Generationen und auch Ethik hinsichtlich unserer Nahrungsmittel. Also hinsichtlich der Produktion von Nahrungsmitteln ist natürlich die Frage, wo sind die Anbauflächen, die man braucht, um 9 Billionen oder ich weiß nicht, wie viele Leute mittlerweile auf diesem Planeten leben, füttern zu können. Wie darf das genetische Material der Nahrungsmittel verändert werden, um die Produktion effizienter zu gestalten. Ist es ethisch vertretbar, tierische Proteine zu sich zu nehmen? Und wenn ja, in welchem Maße und wie dürfen sie zubereitet werden? Diese ganzen Fragen hinsichtlich des Umgangs, der Verteilung und der Produktion von Nahrungsmitteln ist etwas, das ich für ein spannendes und auch zukunftsträchtiges philosophisches Thema erachte. Die Philosophie kann uns nicht sagen, wie wir zu leben haben oder wie internationale Konflikte zu bewältigen sind. Zumindest wüsste ich nicht, wie die Philosophie das bewerkstelligen kann. Also kann keine normativen Direktiven geben, aber sie kann vielleicht orientieren oder Klärung schaffen, indem sie in einem konfus wirkenden Diskussionszusammenhang etwas Klarheit
hineinbringt. Dass sie beispielsweise Argumente, die nicht gut verfasst sind, als solche ausweist. Und andere Argumente, die gut verfasst sind, ebenfalls als solche markiert. Ich denke, darin besteht die Aufgabe der Philosophie. Natürlich kann die Philosophie, sofern sie normativ verfasst ist, also beispielsweise die Ethik, auf die jeweiligen theoretischen Hintergründe der Argumente, die in einer öffentlichen Debatte verwendet werden, auf diese Hintergrundtheorien verweisen. Das ist eine andere Möglichkeit, in der die Philosophie gesellschaftlich Einfluss nehmen kann, dass sie sozusagen die Prämissen aufzeigt, die hinter einer bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Position stehen. Aber ich denke, die Philosophie ist gut beraten, sich nicht in parteipolitische Auseinandersetzungen beispielsweise einzumischen, sondern eher eine klärende Funktion überparteilich zu übernehmen.